irgendwie gemischte Gefühle. Hallo zu einem neuen Video. Es geht für mich einfach nach Australien. Ich habe gezeigt, wie ich meinen Koffer packe und meinen Flug und meine ersten Tage. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Video. Guten Morgen. Ich bin der Judith. Morgen fliege ich nach Australien. Aber heute bin ich noch ein bisschen miserabel. Ich habe brutale Periodenschmerzen und muss noch zum Optiker, zur Apotheke und zur Frauenärztin. Mich geht's nach Australien. Morgen. Ich komme nicht klar. Ich bin komplett überfordert. Komplett. Aber jetzt kümmere ich mich erstmal um meine To-Dos und dann kann ich weiter überfordert sein. Ich habe mir vorgenommen, so viel wie möglich auf dieser Reise zu filmen. Also so viel wie möglich. Ich will alles filmen. Ich will mit Leuten filmen. Ich will alles filmen. Ich hoffe, ich schaffe das. Ich packe jetzt gerade noch meine Kulturbeutel. Hier kommt meine ganze Skincare rein. Ich nehme halt ultra viel Zeug, so dass ein Mensch eigentlich nicht wirklich braucht. Aber ich habe zum Beispiel hier auch eine Kooperation. Ich möchte da verschiedene Produkte zeigen. Shampoo. Conditioner. Für meine Körperakne, meine Rasierer, neue Rasierklingen, Wash and Shave Gel, diese Bürste für Sleek Buns und so. Hier ist meine normale Bürste. Tangy Teaser. Okay, das ist mein Daily Essential Ding. Mein Duschbag. Oh ja, ja, ich muss den noch umpacken. Und ich muss noch meinen Rucksack packen. Übrigens, mein Rucksack ist von Logitech bzw. von American Tourister. Und meine Koffer sind auch alle von American Tourister. Ich werde leider nicht gesponsert. Meine Eltern haben die früher einfach mal gekauft und ich finde die sehr praktisch. Okay, der Kocher darf 30 Kilo wiegen. Oh mein Gott, der wiegt fast 30. Warte, ich brauche zwei Hände. 27 Kilo? Was mache ich denn? Den packen wir nochmal aus. Ich hatte noch nie 27 Kilo. Selbst in meinem Auslandssemester noch nie. Wir müssen diese 27 Kilo reduzieren. Ich weiß noch nicht wie. Immer noch 26 Kilo. Oder fast 27. Okay, jetzt putze ich mein Bad und staubsauge und wische es, weil ich möchte, wenn ich wiederkomme, dass ja alles picobello ist. Hier ist mein kleiner Putzabteil. Oh, ich will nicht. Ich esse jetzt noch ein Schokokuchenstückchen und dann geht's los zum Bahnhof. Ich habe irgendwie gemischte Gefühle. Zum einen geht es mir richtig dreckig heute. Also ich habe die ganze Zeit das Gefühl, mein Magen wird explodieren, beziehungsweise halt mein Bauch, meine Gebärmutter. Und mir ist auch richtig übel. Irgendwie kann ich die ganze Zeit auch losheulen.
Ja, ich bin vor allem emotional, weil ich gehe so auf Reisen und erfülle mir meine Träume und was weiß ich alles. Aber ich lasse halt Leute immer da zurück. Und jetzt sehe ich halt für eineinhalb Monate wieder meinen Liebsten nicht. Beziehungsweise meine Mama, glaube ich, 4 Monate nicht. Weil sie ja auf Korsika ist. Irgendwie habe ich immer extreme Schuldgefühle. Dass ich so egoistisch bin und nur an mich denke und... Aber es wird so toll. Ich sitze jetzt am Bahnhof in meinem Kaff. Zur Erklärung, ich fliege zwar morgen, aber ich habe in meiner Nähe keinen großen Flughafen. Also ich habe einen, aber dann müsste ich mit dem Inlandsflug zu einem internationalen Flughafen fliegen. Es geht los. Ich habe mir noch einen Topf gemacht. Und mein Travel-Fit ist immer gleich. Ich trage immer irgendeinen Pulli. Darunter ein bequemes Top, falls mir zu warm wird, damit ich es ausziehen kann. Eine Jogginghose. Kein Tanker unter uns. Weil das tut irgendwann weh. Sondern lieber eine normale Jogginghose. Und bequeme Schuhe. Yes. Es geht los. Yay. Ich habe ein Rätselheft. Und ein Nackenkissen, weil meins zu Hause ist. Mein Lieblingskommis. Ich habe noch nie so viele Menschen an einem Flughafen gesehen, vor allem nicht um 12:30 nachts. Ich sitze jetzt am Gate vom nächsten Flug und ich finde es so verrückt. Ich bin einfach 7 Stunden geflogen und normalerweise wäre ich jetzt einfach schon in New York. Ich wäre schon angekommen. So, ich wäre schon fast da. Aber ich habe erst ein Drittel von meiner ganzen Reise geschafft. Aber ich hatte schon eine komplette Reihe für mich und ich habe die ganze Zeit geschlafen. So, ich bin genau so lang. Genauso groß, 1,80, wie die Sitze breit. Ja. Und ich hatte eine extrem süße Stewardess, die meinte so, ja, setz dich da einfach hin, da kommen keine Menschen mehr. Also es waren so locker 4 Reihen frei. Und dann habe ich dem Mann hinter mir gesagt, der war auch deutsch, so, ja, gehen Sie da einfach hin. Ich habe das auch gemacht und plötzlich waren so alle Reihen voll mit liegenden Menschen. Also ich habe noch eine Frau neben mir gefragt, ob die sich da auch hinsetzen möchte, aber sie wollte nicht. Ja. Ich sehe schon fertig aus. Naja. So crazy. Yeah. Maximal verwirrt, wo ich hin muss, weil eigentlich sollte mich jemand abholen, aber ich war gerade die Letzte in der Ankunftshalle und ich bin sehr verwirrt. Aber ich laufe jetzt zurück zurück, was auch immer, weil ich kein WLAN habe. Ja, es ist voll warm draußen, obwohl es 11:30 ist, fast Mitternacht. Ich bin mega, ich muss das nochmal anders erzählen. Ich bin gelandet und habe richtig, richtig, richtig schlimme Nachrichten erhalten. Ja. That's life. Okay, ich versuche jetzt, sie zu finden. Ich sitze hier einfach so um Mitternacht. Ich weiß nicht, ob man mich hört, es ist arschlaut, aber ich habe nur hier WLAN und ja, ich bin komplett alleine. Ich wurde aus dem Terminal rausgekickt. Ich weiß nicht, wo ich hin soll, aber ich fühle mich sehr sicher. Also es ist ultra warm und angenehm. Ich schwitze ein bisschen und muss aufs Klo, aber ich fühle mich wenigstens sicher. Ich bin angekommen. Oh mein Gott. Ich bin viel zu müde für irgendwas. Oh. Okay, wir gehen jetzt auf Mission, die Toiletten und Bäder suchen und das erste Mal mich fertig zu machen und dann direkt zu schlafen. Ich würde auch duschen, aber nein. Ich habe hier meine Schlüsselkarte.
Das sieht so schlimm aus. Die Matratze hängt jetzt. Aber das ist mein Outfit. Ich fühle mich irgendwie voll dumm. Ich habe einen Tennisrock an und das Oberteil. Ich weiß noch nicht. Und meine Haare gehen die von hinten. Ich muss gucken auf dem Video. Nein, es hängt schief und sieht kacke aus. Zieh ich Crocs an? Gestern habe ich Crocs an und hab nur mich an mich kommen angeguckt. Aber ich liebe meine pinken Crocs. Nee, ich zieh mir nur meinen Schwanz. Ich bin wieder zurück vom Frühstücken. Ich hatte ein extrem leckeres Avocado-Toast. Es war ein bisschen awkward, weil ich da so alleine saß und ich war erst an meinem iPad, weil ich ein bisschen lernen wollte, aber mein Kopf ist die ganze Zeit so. Ja. Und jetzt mache ich mir meine SIM-Karte rein. Die habe ich hier gerade bekommen. Sehr praktisch. Und dann gehe ich ein bisschen spazieren. Ich möchte zum Strand latschen und einfach die Gegend erkunden. Ja. Ich bin jetzt mit dem E-Bike durch die ganze City gefahren. Und jetzt treffe ich meine Bekanntschaften. Pretty. Ich glaube, du bist der warme Ton da. Das ist der hässlichste. Mach mal die einfach ab. Eieiei. Scheiße. Das sieht wirklich aus wie Kaka. Das war so süß. Also wir waren in dieser National Art Gallery in Sydney und da kann man so sich Ton nehmen und all seine Gefühle in so einen Ball formen und den dann zu den ganzen anderen Gefühlen der Menschen tun. Und irgendwie fanden wir die Idee so süß. Ich glaube, ich bin jetzt nicht glücklich. Ich bin happy, dass wir uns heute getroffen haben. Das hat mich voll beruhigt. So, alles gut für die nächsten Monate. Oh. Ach, ich habe meine Gefühle verarbeitet. Ich habe noch ein bisschen zu verarbeiten. Deswegen das Detail. Ich habe zu heilen. Du bist fertig. Hast du deine Gefühle verarbeitet? Weil wir sie der großen, weiten Welt überlassen. Rollt man die da so rein? Ich glaube schon. Hat er doch gesagt. Okay, dann roll mal rein. Aber ganz vorsichtig, meinte er. Oh, jetzt hat er Dell. Mir her. Jetzt hat mein Adele. Ich hab den nächsten angebunden. Ich hatte so einen schönen Tag. Okay, ich muss dir das erzählen. Okay, also ich erzähle das jetzt. Ich bin gerade richtig, richtig, richtig happy. Ich hatte so einen schönen, perfekten ersten Tag. Also am Anfang hatte ich ja voll Bauchschmerzen und Kopfschmerzen, aber es hat sich dann relativ schnell gelegt. Und dann war ich ja im IFS-Büro und die Leute waren so lieb. Ich habe voll viele Tipps bekommen, was ich alles machen kann und was ich alles machen werde. Und wir haben so meine Reise, sind so durchgegangen und haben noch geguckt, ob man irgendwas ändern kann. Ja, und ich freue mich so extrem. Also, oh, es war so schön alles. Es war so sympathisch und ich habe mich so wohl gefühlt und so willkommen. Ja, und ich weiß halt jetzt immer so, wo ich hin kann, wenn ich Fragen oder Probleme habe. Und ich habe jetzt auch die Nummer. Die bekommt man auch als Work and Traveler so. Ja, und dann habe ich mich mit einer Zuschauerin getroffen. Ganz, ganz, ganz viel Liebe. Wir haben einfach am gleichen Tag Geburtstag. Und wir sind generell ultra gleich. Also wir sind so gleich. Und irgendwie, sie verfolgt mich schon seit 6 Jahren, was crazy ist. Und wir waren direkt so, und es war so voll schön, wir haben 6 Stunden miteinander verbracht. Es ging so schnell rum, wir haben Karten gespielt und sind viel spazieren gewesen. Es ist einfach alles so schön. Also, ja. Und ich glaube, morgen sehe ich sie wieder. Das wäre voll toll. Sie ist voll der liebe Mensch. Es war voll schön. Ja, und jetzt mummel ich mich in mein Bett. Und schicke die Sequenzen hier an meine Katrin.
Guten Morgen. Ich bin um 6 Uhr aufgewacht, weil ich gestern so viel geschlafen habe. Also ich habe locker 10 Stunden geschlafen. Nee, ich bin um 18 Uhr irgendwas eingeschlafen und dann bis um 21 Uhr und dann von 22 Uhr bis 6 Uhr. Passt bestimmt. Ja, und dann bin ich um 6 Uhr aufgewacht und habe erstmal 1,5 Stunden gelernt oder noch ein bisschen gefacetimed mit zu Hause. Und ich wollte jetzt noch ein bisschen weiter lernen. Ich habe heute schon, ich habe gerade schon gefrühstückt. Das Wetter ist mega, mega schön. Ich habe auch schon Pläne für heute. Ja, ich glaube, es wird wieder ein sehr schöner Tag. Aber ich möchte jetzt erstmal weiter für meine Klausur lernen und die bald schreiben. Das wäre mir sehr wichtig. Ich bin wieder in mein Zimmer, noch nicht fertig. Dann gleich zu IFS ins Büro. Ah! Ach so, so wäre manchmal vom Wohnen hier. What are you doing? Wir sollten jetzt angreifen. Enjoy. Ich habe mir gerade Essen geholt. Ich musste nicht unbedingt updaten, wie mein Tag war. Es war so aufregend. Ich war einfach auf einem Partyboot. Hatte auch nie gedacht, dass ich das mal machen werde. Aber ich bin fix und fertig. Ich habe irgendwie nur Frühstück gegessen, weil wir die ganze Zeit unterwegs waren. Und ich voll vergessen habe zu essen, weil es so aufregend war. Ja, ich update dich gleich. Ich bin wirklich sehr müde und hungrig. Hello, guten Morgen. Ich wollte ja noch erzählen, was gestern passiert ist. Und zwar war ich mit 3 anderen Deutschen, die ich kennengelernt habe die letzten Tage, auf einem Partyboot. Ich habe es auch meiner Mama erzählt und die war so, Jackie, was machst du auf dem Partyboot? Du gehst ja sonst nicht feiern. Ich mag feiern noch eigentlich nicht, fühle mich meistens unwohl. Ich habe schon super viele schlechte Erfahrungen gemacht. Die letzte jetzt auch erst vor ein paar Monaten und irgendwie, ich mag feiern nicht. Aber irgendwie dachte ich mir so, okay, warum nicht? Ich war noch nie auf einem Partyboot, let's do it. Ich hatte voll Angst davor. Aber es war mega, mega cool. Wir haben Uno gespielt, dann haben wir Leute kennengelernt, dann haben wir angefangen zu tanzen und dann haben wir einfach die ganze Zeit getanzt. Also es war zwar tagsüber, was random war, aber ich war eben 20 Uhr todmüde mit eingeschlafen. ja, und es war richtig, richtig cool. Ich habe mich so losgelöst gefühlt. Ich habe so bescheuert getanzt die ganze Zeit. Aber es war so scheißegal, weil mich kennt keiner und es juckt einfach nicht, weil who cares, so. Und es war irgendwie voll schön und es war richtig cool. Also ich habe noch nie so losgelöst gefeiert und getanzt und ja, war sehr, sehr schön. Und ja, heute Morgen habe ich jetzt gelernt. Ich habe meine Hausarbeit angefangen zu schreiben. Dann habe ich gejournalt und dann lag ich einfach nur eine Stunde in meinem Bett und war extrem emotional. Ich glaube, jetzt geht es mir besser, deshalb kann ich vielleicht auch endlich drüber reden. Als ich am Flughafen angekommen bin, in Australien, gucke ich auf mein Handy und mache WLAN an und die erste Nachricht, die ich sehe, ist: Es tut mir leid, dass ich dir das jetzt mitteile, aber ich will nicht, dass du es anders mitbekommst, aber deine Omi ist verstorben. Und seitdem versuche ich einfach nicht drüber nachzudenken und versuche so komplett zu verdrängen, weil jedes Mal, wenn ich eine Sekunde drüber nachdenke, bricht mein Herz um. Und deshalb verdränge ich es jetzt weiterhin, weil es gerade am besten für mich ist. Aber eben beim Journal kam das wieder hoch. Ja. Mann. Ich muss mich gerade schon neu schminken, deshalb. Ja, wie gesagt, verdrängen ist für mich gerade wirklich am besten, weil ich es nicht wahrhaben will. Warum es gerade so hoch kam? Weil, wie gesagt, ich versuche gerade die ganze Zeit konsequent nicht drüber nachzudenken. Ich habe vor 2 Wochen in Rom Postkarten losgeschickt.
an so meine beste Freundin und an meine Oma. Und ich habe gerade gefragt, ob die Postkarte schon angekommen ist, und die ist nie angekommen. Das heißt, sie hat die auch nicht bekommen. Oh Gott. Mann, ich wollte nicht weinen, nicht mehr. Ja, das weiß auch irgendwie keiner meiner Freunde oder so. Generell niemand. Außer die bei der Passkontrolle, weil ich so geheult habe, dass die mich gefragt haben, ob es mir gut geht. Und ich so, ja. Ich versuche mir jetzt zusammenzureißen und zu frühstücken. Man ist nur einmal in Australien. Und meine Omi hat auch gewollt, dass ich das genieße. Okay, ich werde frühstücken gehen.